Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play with Me. Wir sind bei Folge 44. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen rumgedrömelt, sag ich mal. Und dann wollen wir weitermachen. Wie ihr hört, ich bin immer noch was erkältet. Aber habe ich euch ja gesagt, in der letzten Folge schon. Aber gut, gehen wir mal uns die Ohren der Blutklappe holen. Kalpe. Blutskalpe. Die fiesen Schmierohren halt. Vielleicht haben wir auch Glück und finden die letzten zwei Seiten von unserem Schlingenanteil. Wir noch mal zurück und holen uns Pfeile vorher. Ich glaube, mit 4 oder 12 Pfeilen kommen wir nicht weit. Ach, das habe ich nicht vermisst. Aber irgendwann, ich glaube, ab Cutter braucht man nämlich keine Falle mehr. Das ein Segen. Allerdings gibt es auch größere Taschen, ich glaube 8er oder 10er. Wenn ich sogar noch größere. Was kann ich für euch tun? So, 25er, ne? So, Essen haben wir auch genug bei. Gut. Sehr schön. Haben wir wieder ein paar ausreichend verloren. Noch den 12 hier. Haben wir dann auch da wieder Platz. Haben wir nämlich 1612 Pfeile. Das dürfte fürs Erste reichen. Ich weiß noch, da muss man einen Ingenieur, weil die können nämlich auch Munition und so herstellen. Musste ich immer von meinem Bruder damals ganz viele Pfeile herstellen. Der hat mir dann mein Material gebracht. Ich durfte immer herstellen. Weil die hergestellten waren dann immer ein bisschen besser als die, die man kaufen konnte. Und für ihn selber halt günstiger, weil er ihn nicht kaufen musste. Mir hat er dann halt Material geschenkt, was übrig blieb oder so. Es gab das Kobalterz. Metallkar. Oh ja, das war was damals. Na ja, gut. Mal gucken, vielleicht spiele ich auch irgendwann Metallkar. Und dann habe ich mehr gefallen halt an Burning Crusade. Ich so laut denke damals. Wie lange man gebraucht hat. Mal was zu machen. Na ja, gut. Mittlerweile braucht man ja recht wenig Zeit, um zu leveln. Das geht ja auch ab. Dann ist ein Löwe Seitenrüstungspapiere behalten. Rezept für Seitenrüstung. Tiger. Ich glaube Löwen. Glaube ich hier gar nicht. Ich glaub, die kommen, oder in der Savanne gibt es im Brachland das Löwen. Aber bin mir nicht sicher. Ich meine, da gibt es welche. So. Gibt es auch irgendwie Tiger, die wir brauchen, und ich glaube, sind weiter hinten durch. Da gibt es auf jeden Fall die bösen Trolle sind es, glaube ich. Oh, die können im Bridge gehen. Sehr viel dazu. Oh,
Und irgendwann sind auch hier die Dinger weggefallen. Die sind abgestorben, im Ungewiss. Es fiel auch irgendwann weg, aber ich weiß gar nicht mehr wann. Ich glaube, nachdem man nachdem man keine Begrenzung mehr für eine Reichweite hatte. Aber dann konnte man nämlich immer mit dem Bogen, oder kann man mittlerweile immer mit dem Bogen schießen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Weil wenn man sich hier ab hier so den doofen Ding rumschlägt immer. Ich glaube, wir haben gerade so Schlingendorn-Teilseiten-Quests fertig gemacht. Ja. Natürlich haben wir die auf der Bank liegen. Das ist doch Mist. Na gut, wir machen jetzt erstmal hier weiter. War das sowas, was immer passiert? Links dann nichts Böses, zack, bumm. Ich muss wieder zur Bank. Ja, doof. Dann macht man nichts, dann macht man nichts. Alter Tiger, wollen wir nicht? Da hinten ist noch einer. Ah, ihr seht, die sind auch schon wieder grün. Ich glaube, es sind 33, ne? Ja. Das ist leider. Dadurch, dass wir so recht schnell leveln. Obwohl es nur mit doppelter Geschwindigkeit ist, quasi. Dadurch kommt wenig Geld rein. Weil die Quests braucht man ja gar nicht mehr machen und bringen ja nachher auch gar nichts, wenn die groß sind. Bringt ihr nämlich nur noch einen Bruchteil davon. Tja. Und dann macht man sowas ja nicht mehr. Das Einzige, was ich an grauen Quests damals gemacht habe, sind halt die Klassenquests. Weil die sind ja wichtig für die Fähigkeiten. Und später, als ich dann versuchte, den Meister zu lernen zu machen. Aber ich hab's nur versucht. Und fand ich auch keinen Bock mehr. Wo es mittlerweile recht easy ist, weil du halt überall fliegen kannst. Und dadurch, dass du halt, oder dass man recht gut equipped schnell ist, dauert das ja nicht. Pulse hier ein paar zusammen, machst einmal Massen, oder dein AE-Effekt. Und sammelst du nur einen einmal, weil gibt den Massenloten. Klack, zack, bumm. Ja. Und hier ist er bei dem anderen Mod hier gezogen. Gesehen auch. Hatte der, ich glaube, 10 Stück oder so gepult. Aber das ist nur bei 5, ist ja schon egal, weil man muss ja alles einzeln looten. Naja. Das hätten sie ruhig hier auch einbauen können. Also, die das sehen vom Back to Basic Server, macht Massenloot rein und erhöht die Grenze für die Stacks auf 200. Das ist cool. Ich glaube, da war echt keiner böse. Und schenkt jedem Taschen. Vielleicht noch Gold? Aber wir wollen ja Leben treiben. Massenguten. Und 200er Stacks würden wir auf jeden Fall schon mal reichen. Es geht bestimmt ganz einfach. Ich weiß nur nicht wie. Geht bestimmt ganz einfach. So, 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 so. Ein potenzielles Leder.
glaube, man gibt auch seinen Freund quasi, der ja ist hier, unser bester Freund, gibt man auch ungern nachher her. Mittlerweile ist es ja gar nicht mehr so. Da ist der, mit dem man rumläuft, ja direkt auf deiner Stufe. Du brauchst halt nicht mit dem großartig rum irgendwas zu machen. Ja. Damals war das halt eine andere Geschichte, ne? Muss erstmal deinen Freund werden, damit er auch vernünftig Schaden macht. Das gibt es ja oder gab es. Braucht man ja gar nicht mehr. Vielleicht darum noch. So sind die. Das ist so egal, in Anführungszeichen, was man mit sich umschleppt. Ich denke mal, damals hatte das alles einen anderen Stellenwert, weil du halt mit dem was machen musstest und durch den Gegend gezogen bist, damit er dir irgendwann vertraut und wie gesagt schon mehr Schaden macht. Ich weiß, oder wenn ihr euch daran erinnert, mussten ja ständig füttern. Einen kleinen Ausreißer. Oder wie oft hatten wir am Anfang gar keinen Begleiter mehr? Ich glaube, daran lag es mit dieser Freundschaft, dass ich das nicht so auf die Kette bekommen habe. Weil ich hatte zwar schon überlegt, mir irgendwann einen Begleiter zu holen. Ein Tiger wäre ganz cool oder so. Aber dann müssten wir das schon wieder alles machen. Das finde ich lahm. Oder so einen coolen Panther, weil die können in die Schatten gehen. Oh, da war er tot. Und wir haben nur noch einen Platz frei. Oh. Wie ätzend. Hier erzählen wir, der kleine Spucht hat er. Was haben wir noch? Rüstung, Gesundheit. Oh gut, was ist denn tot? Können jetzt hier einmal das Ding saufen, dann haben wir da auch schon wieder was. Einen Platz mehr. Oh, eine 12er Tasche. Ich werde verrückt. Das finde ich toll. Wir haben bestimmt mein Betteln erhört hier. Ich war gerade noch mit dem Gedanken im Spielen, mir vielleicht größere Taschen zu kaufen. Also Mungo-Biss muss, glaube ich, irgendwas eine Voraussetzung sein, dass man das machen kann. Muss pariert haben oder wir pariert haben oder so. Ausgewischt müssen wir sein. Ja, cool. Oh, gucken wir mal. Eingesetzt werden, nachdem ihr ausgewischt seid, ja. Wenn wir ausgewischt sind. Oh, da sind auch noch Ohren. Wenn sie hier meinen tollen Freund denke, dass ich alles machen muss und noch keine Rüstung haben, wie ich jetzt mein Krieger betrachte. Ich bin jetzt zwei, dreimal in der Instanz und habe schon recht gutes Equip, sage ich mal. Das ist schon gemein teilweise. Wenn du jetzt hier nie irgendwas auf der Stunde bekommst, zwecks nie oder so, dauert es ewig, bis du irgendwas zusammengefarmt hast.
Das ist echt furchtbar. Ja, ich bin gerade nicht so gesprächig, weil ich konzentriert bin. Ich hoffe, unser Dienst schafft das. Ich brauche 100 Mana. Erstmal was essen, Digga. Schnell wegklettern, bevor die Kackdinger respawnen. Also einer ist eigentlich nie ein Problem, aber sobald ein paar mehr sind, wird es schon schwierig. Vor allem, wenn man halt eine Klasse spielt, die allein ist, und das sind ja die meisten Klassen. Habe ich oft den oder beneide ich den Jäger wirklich. Zum Beispiel gestern den Krieger, denke, wie oft ich gestorben bin in Westfall. Das ist nicht feierlich. Ja, nicht. Das ist nicht feierlich. Man gibt sich zwar Mühe, nicht zu sterben, aber teilweise hast du keine Chance. Weil das so viele sind, die dann auf dich zukommen. Da kannst du gar nichts machen, teilweise. Das ist. Sagt ziemlich oft gerade, teilweise. Fällt mir auf, teilweise. Das ist das letzte Öhrchen für uns. Das sind wir auch schon fertig. Yeah. Komm schon. Jawohl. Können wir nämlich in Ruhe weiter unsere Tiger metzeln. Erstmal ein Stück weiter mit unserer Panther. Die zwei Quests auch schon. Sehr gut. Was ist? So. Vielleicht kriegen wir den aufgelegt glücklich, aber ich glaube, der ist jetzt ganz glücklich. Mal gucken, ob ich das irgendwo sehen kann. Nö, nicht wirklich. Okay. Naja, egal. Machen wir weiter. Darf mich. Immer gar nicht, hm? Schub. Oh, was ist das denn? Ein Zauberstab. Scheiße. Unmut über den Zauberstab gesehen. Unmut, ja. Da sind sie auch Torlinge. Können wir auch gleich direkt mitnehmen. Ja, das ist schon cool. So. Sehr gut, sehr gut. So, dann würde ich jetzt erstmal sagen, machen wir in der Folge Schluss. Können wir nämlich in der nächsten Folge direkt hier weitermachen. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Auf Wiedersehen.